Gunda Wütschner möchte ihn auf keinen Fall verpassen. Den Moment, wenn der Wagen mit dem Sarg von Helmut Schmidt vorbeifährt. Deswegen steht sie schon seit fast 2 Stunden an der Ecke Bergstraße-Mönckebergstraße. Es ist kalt, aber die Sonne scheint. Es ist Kanzlerwetter, sagt sie. Für den besten Kanzler, den sie je hatte. Man konnte ihm vertrauen und er hat, wie gesagt, zu dem gestanden, was er gesagt hat. Auch innerhalb der SPD, für die Sache da zu sein, für die Sache bereit zu stehen. Das ist das, was mir so gut gefallen hat und wonach ich auch selbst gestrebt habe. Den Respekt, der aus ihren Worten spricht, zeigen heute Hamburger aller Altersstufen. Dabei sind es vor allem die Älteren, denen Schmidts Tod besonders nahe geht. Ich bin mit dem Herrn Schmidt alt geworden. Und ich bin stolz, dass ich auch Hamburgerin bin. Um 12.52 Uhr ist es soweit. Eskortiert von der Polizeimotorradstaffel biegt der Leichenwagen in die Bergstraße ein und fährt unter dem Applaus tausender Menschen auf den Rathausmarkt zu. Als der Wagen vorbeifährt, fängt Gunda Wütschner an zu weinen. Ja, jetzt sind doch die Tränen gekommen und die Tränen geflossen. Ja, es ist ein schneller Abschied. Es ist der Tod gehört zum Leben, aber es ist schon ganz schön schmerzlich für mich. Wie gesagt, jetzt dieser Moment, und da es so schnell vorübergeht. Und wie gesagt, mir ist richtig kalt und ich möchte jetzt eigentlich nur noch nach Hause und. An den menschengesäumten Straßen fährt der Wagen des Altkanzlers hoch Richtung Jungfernstieg und auf dem Ballindamm die Alster entlang, bevor er die Innenstadt in Richtung Ohlsdorf verlässt. Dort wird Helmut Schmidt neben seiner Ehefrau Loki beerdigt. Am Rathausmarkt finden viele trotz aller Trauer auch versöhnliche Worte. Ich gönne es ihm, der hat sich das lange gewünscht. Das war ein alter Mann, der wollte sterben, der ist jetzt gestorben. Und dass er einfach friedlich ist und wenn es das gibt, woran ich schon glaube, dass er bei seinen Leuten ist, die er sehr gerne mag, besonders bei seiner Frau. Wenn man denn dran glauben will, so mit Loki, dann ist das wohl schon alles ganz gut so. Ich glaube auch. Viel mehr kann man nicht vom Leben erwarten, würde ich sagen. Er hat alles mitgenommen, was mitzunehmen war, gewirkt und sich sehr eingeprägt, sowohl in die Stadt als auch in die ganze Landesgeschichte, Weltgeschichte sogar. Ich denke, viel mehr kann man nicht verlangen und ein gutes Leben, würdig gelebt und würdig zu Ende gegangen.